Dominion-Freunde, etwas verspätet, aber noch rechtzeitig zu der täglichen Dominion-Challenge hier. Ich habe schon gesehen, wir haben ein Königreich ohne Dorf mit Angriffen und Entsorger über das Vampir und die Fledermaus. Ein 3-4er-Start, den wir zu einem 5er machen können mit dem Guardian, und das werden wir auch machen, denn die Angriffe sind hart. Gegner holt sich eine Schmiede. Wir können uns jetzt das Vampir holen. Das ist doch super hier. Wir haben drei. Holen ein Silber. Spielen Guardian Vampir für unsere Hexe. Gegner kauft Silber. Noch hat er keine Hexe, das heißt, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie dringend noch einen Guardian holen. Dann hole ich mir mal einen Vorboten. Oder wie heißt der auf Deutsch? Ich glaube schon. Jetzt hat er eine Hexe. Okay, dann holen wir uns einen Guardian of the Galaxy. Haben hier alles am Ende des Zuges. Also mal noch einen Vorboten. Da hat er die Hexe gespielt, wir waren geschützt. Er hat sich einen Gold geholt. Wir spielen unsere Hexe. Haben 5, holen mal ein zweites Vampir. Hätten auch weniger ausspielen können, damit wir mehr entsorgen können, aber leider nicht. So, für 2 wollen wir eigentlich nichts weiter hier, zumindest nicht, wenn wir eh schon einen Guardian haben, auf der Hand haben. Er hat einen Haufen Geld. Schon die zweite Provinz. Ach du Schreck. 3 holen wir uns ein Silber und mit dem können wir ihn ablegen lassen. Für den Harbinger. Ein Fledermaus aufs Deck. Zack. Wir kaufen mal einen dritten Guardian, damit wir geschützt sind weiterhin. Entsorgen und spielen unseren Guardian. Okay, wir haben nicht genug, um was zu kaufen, aber können Guardian spielen, Vampir spielen. Ich denke mal, zweite Hexe. Um den Gegner noch schneller noch mehr Flüche zu geben. Oh, dritte Provinz hier. Das geht aber fix, obwohl er schon. Na gut, er hat nur 2 Flüche. Da ist schon eine Hexe unten, ne? Weil wir haben ja 2. Das heißt, wir legen mal einen Fledermaus hin. Wir haben 6, holen uns ein Gold, spielen Vampir für Harbinger. Oh, das hat auch wieder einen Fluch ihm gegeben. Zack, Fluch. Gold. Entsorgen Kupfer. Spielt Guardian. Ach, blöde Hand hier. Noch ein Harbinger, Guardian. Bei Harbingern ist halt so, naja, sie können manchmal nützlich sein, schaden auch nicht weiter und ich will eigentlich nichts anderes haben. Wir machen ein Vampir aufs Deck. Kauft sich ein Herzogtum. Tja, das wird hier ein bisschen schwieriger. Gold spielen wir aus, holen mal noch ein Silber und entsorgen 2 Karten. Er holt sich die ganzen Herzogtümer, aber das heißt, er wird vermutlich nie wieder auf Provinz kommen. Gold aufs Deck. Und dann Silber aufs Deck. Nee, Guardian, wir wollen den ja ziehen. Okay, jetzt können wir auch mal eine Provinz kaufen. Er holt sich Anwesen jetzt schon. Naja, gut. Holen uns noch ein Gold. Noch ein Harbinger und Guardian. Ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, mit was man immer mit dem Vampir jetzt angegriffen hat. Okay. Kaufen Gold, entsorgen Kupfer. Spielen Guardian.
27 zu 12 Punkte. Können aber hier eine Provinz kaufen. Und auch Herzogtum nehmen. Dann haben wir schon 15 Punkte. Wieso habe ich plötzlich nur noch 15? Hatte ich nicht irgendwie mehr? Hat der Gegner noch eine Provinz gekauft? Das wird ja dann hier schwer. Kauft halt jetzt Anwesen wie wild. Wir müssen die Herzogtümer noch kriegen. So, Silber, Habinger. Get back a Habinger with Habinger. Hey, wir haben ein Achievement. Quatsch, können wir es noch zurückgängig machen, ja? Geldkarten spielen kann man rückgängig machen. Wir wollen ja ein Kupfer entsorgen. Okay, wir haben 30 zu 34, also noch die Chance jetzt. Ja, okay. Das war wieder super knapp. Von den Punkten her erstaunlich, erstaunlich, wie viele Punkte der Bot gemacht hat. Okay, wir haben eine Herausforderung geschafft. Wie viele der gemacht hat, obwohl er 7 Flüche hat. Trotzdem 4 Provinzen und 4 Herzogtümer geschafft. Wie auch immer er das gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Wenn ich so spiele. Vor allem hatte er nur 2 Gold, 5 Silber, also. Schmiede kann da echt mit den entsprechenden Draw viel ausrichten. Ich weiß auch nicht, wie das Randomizing hier funktioniert, ob der vielleicht den Bot ein bisschen das so zusammenmischt, dass er öfter auf 8 kommt. Aber wir haben es geschafft. Danke fürs Zuschauen und in 50 Minuten gibt es das nächste Königreich, was vielleicht ein bisschen spannender ist. Aber hier haben wir eine gute Geldstrategie gesehen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.